Das bin ich, Lars. Ab heute bin ich unter denen, um die sonst alle einen Bogen machen. Unter Häftlingen. 7 Tage im Gefängnis Heinsberg. Verschlossene Türen den ganzen Tag. Immer nach den Regeln anderer spielen. Nach den Knastregeln. So, dann können Sie bitte Ihre Taschen hier mal abnehmen. Genau, danke schön. Wir haben zur Seite tun. Haben Sie irgendetwas in Ihren Hosentaschen, Jackentaschen? Dann bitte ich Sie, dass Sie das bitte alles auf die Theke legen. Welche Schuhgröße? 45. Das war's. Was muss im Leben schieflaufen, dass jemand hier landet? Und wird einer hier drin wirklich zu einem besseren Menschen als draußen? Sonst irgendwas an persönlichen Gegenständen hier drin, was Sie benötigen. Fotos dürfen Sie mitnehmen von Familienangehörigen, irgendwelche Telefonnummern, die Sie noch haben. Telefonnummer nicht, Fotos habe ich dabei. Ja. Einmal bitte Privatsachen gegen diese Sachen tauschen. Okay. Ja. Wir kontrollieren dann nochmal, ob noch irgendwas in den Sachen vorhanden ist, was nicht sein darf. Unterwäsche auch? Unterwäsche auch. Komplett. Ich muss sehen, dass Sie nichts, keine Gegenstände am Mann haben, die Sie nicht haben dürfen. Ja. Dann können Sie die Wäsche jetzt anziehen. Über 400 Jungs zwischen 14 und 24 sind hier weggesperrt. Eines der größten Gefängnisse für Jugendliche in Deutschland. Hier endet das Privatleben. So, 3:15. Du bist neu. Wählen's. Lars Kaufmann. Ne? Kannst du mal auspacken hier. Aha. Bettzeug hast du auf der Kammer gekriegt. Wir legen hier Wert drauf, dass das Bett ordentlich bezogen ist. Da ist das Matratzenbezug. Ach, das ist alles in dem Bündel drin. Hör mal raus. Okay, Matratzenbezug und Kopfballkeilbezug. Das wird ordentlich bezogen. Da legen wir Wert drauf, aus hygienischen Gründen. Ich nehme an, bis zum ersten Mal im Knast. Ja. Ja, das wird regelmäßig gewechselt, das wird angesagt, wenn das gemacht wird. Und dann kannst du erstmal einräumen, ich komme dann gleich nochmal vorbei. Okay. Mein neues Leben auf 9 Quadratmetern. Einheitliche Anstaltsklamotten und stumpfes Messer. Wer sich gut führt, bekommt seine Straßenkleidung zurück und einen Fernseher. Wer aber Mist baut, gibt alles wieder ab. Ich habe einen neuen Zellnachbar. Was? Ein Zellnachbar. Ja, der komische Typ da ist jetzt da. Hallo? Jemand da? Ja. Wie heißt denn du? Kane, und du? Wie heißt du? Kane. Kane? Ah, wie der Wrestler. Wie der Wrestler? So haben meine Eltern mich damals genannt. Deswegen? Ja, ja, weil die hat gerne geguckt haben. Den Namen gibt es nicht oft, ne? Das ist wahr. Ich bin Lars. Ist das okay, hier so über die Gitter zu sprechen, oder ist das nicht so? Ja, doch, wenn wir nicht zu laut sind, dann sagt keiner was. Sehen wir uns denn auch noch mal? Ich meine, sieht man sich hier irgendwann? Ja, wir sehen uns beim Duschen und vielleicht bei der Freistunde. Oh.
Haben schon eingelebt? Ach du, die paar Stunden auf Zelle war bis jetzt ja nur rumsitzen und aus dem Fenster gucken. Um 6 Uhr werden wir geweckt. Um 10 vor 7 rückt man dann auch zur Arbeit. Mhm. Ja, und dann arbeiten wir bis zum Mittagessen. Mhm. Dann geht Mittagessen. Und danach rücken wir wieder aus für die Arbeit. Um 3:30 ist dann wieder einrücken. Ja, danach ist dann Duschen, dann Freistunde. Und das Beste überhaupt hier ist dann abends Aufschlusssatz. Eine Stunde oder anderthalb können wir Kicker spielen, Tischtennis spielen. Also alles, was wir hier immer halt auf Haus haben. Ja. Och, klingt ja alles ganz. Klingt ja alles ganz bequem eigentlich, oder? Ja, dat, also hier, ich selber finde das wie Jugendherberge, ne? Wie Jugendherberge. Was ist denn noch so wichtig, was ich in den nächsten Tagen beachten sollte? Außer, dass ich nicht mit den Beamten umgehe. Ja, mit dem Mithäftling. Ja. Sonst könnte das Ärger geben. Ist das so? Ja. Und, muss ich aufpassen, was ich sage? Ja, das kommt immer darauf an, wie man mit den Häftlingen redet, ne? Weil das ist zum Beispiel viele Leute, die sich nicht zur Wehr setzen, die gehen dann hin und werden dann unterdrückt. Und also da gibt es in jedem Vollzug, genauso wie in der Erwachsenenvollzug auch, ne? Ja. Dann also muss ich einen starken Mann raushängen lassen. Also ja, zu stark sollte man auch nicht sein, weil sonst kommt das aggressiv rüber. Ja. Und dann ist das auch wieder scheiße, ne? Also man muss irgendwie genau den Mittelpunkt finden, dass man mit den Häftlingen überhaupt klarkommt. Weil im Endeffekt sitzen wir alle hier im selben Boot. Wir sollten uns alle an unsere eigene Nase fassen und einfach miteinander klarkommen. Aber die meisten hier, die wollen dann der King sein. Ah, ich regiere hier. Abends um 9 ist Einschluss. Meine erste Nacht in gesiebter Luft. Ja, ja. Ja, und im Konferenzraum habe ich nicht geguckt. Wo wir da gespielt haben. Hinter der Couch, da wo der große Fernseher und das Radio steht, ne? Ja. Da unten auf dem Boden stand alles voll. Von drinnen Dauerbeschallt. Von draußen Kamera überwacht. Ja, kann sein, dass es viele Photoshop haben. Nein. Von drüben die Seite am Morgen, glaube ich, zwei Stück. Morgen. Jeden Morgen um 6 ist hier Lebendkontrolle. Morgen. Morgen. Nimmt er nicht. Das ist immer brustig. Aus Butter. Ach, jo. Ach, Mahlzeit. Danke. Bitteschön. Ohne Wurst. Käse ist leider nur für Arbeiter. Ist das so? Ich dachte eigentlich, hier essen alle gemeinsam. Nee, jeder muss zurück auf seine Zelle. Einzelhaft, zum Schutz vor den anderen Gefangenen. Auch deshalb die Aufpasser bei der Freistunde und abends beim Aufschluss. Nur das Essen hier erinnert mich irgendwie an eine Jugendherberge. Du musst deine Arme hier an der Wand ausstrecken, ne? Okay. Und wie machst du das jetzt? Ja, ich hänge hier an der Wand einfach mit Juh. Ach, da. Warte. Jo, haben. Ja, nimm mal. Dann legst du das vorher zurück rein und dann tust du das einfach so wieder zurück. Okay. So, ist wieder da. Jo. Hast du? Jo, danke schön. Ich besorge dir gleich ein neues Feuerzeug. Pendeln heißt der kurze Weg für den Austausch von Zelle zu Zelle. Vor allem Tabakpäckchen. Pack ist die Währung im Knast. Das ist natürlich verboten, machen aber trotzdem alle. Die Häftlinge haben ihre eigenen Spielregeln. Und wer sich an die nicht hält, der ist auf sich allein gestellt. Manche tun so cool, aber die sind gar nicht so cool. So meine ich das. Die gehen nämlich morgen ist 16 Uhr Einschluss, gehen die auf ihre Zelle, dann merken die,
Oh, jetzt bin ich bis morgen früh 8 Uhr alleine, gucken die einmal auf ihre Posterwand und dann fangen sie an zu weinen. Das ist auch ganz oft bei den Leuten, die auf Richard tun. Nur die zeigen das nicht vor den anderen Häftlingen. Schwäche darfst du dir echt nicht erlauben, oder? Nein. Ja, auf gar keinen Fall. Du bist direkt Opfer. Sobald sie einmal sehen, dass du einknickst, auch das wieder mit dem Thema Einkauf. Sobald die merken, du gibst einmal, die fragen dich einmal, kannst du mir einen Pack holen? Die merken das einmal, du bringst das, die sagen, du kriegst das angeblich wieder. Nächstes Mal kommen die, sagen die, Bruder, ich habe keinen Einkauf, komm, hol mal bitte 3-4 Packs mal. Dann kommen die und irgendwann machen die das immer, jetzt sagen die, ganze Einkauf kommt. Ende. Hauen die dich und du wehrst dich nicht, jeden Tag machen die das. Kommst du da wieder raus, wenn du erstmal da drin steckst? Ja, indem du denjenigen in die Fresse reinhaust und dem zeigst, mit mir machst du nichts. Dann bist du draußen, dann kriegen die Respekt, aber vorher nicht. Ja, geht doch schnell. Wenn jetzt etwas wäre, zum Beispiel, ja, ich hätte ein Problem mit dir, da ist ein Beamter, dann gehe ich so, nehme ich dich so neben mir, na? Genau so. So nehme ich dich neben mir, mache meine Zelle auf und rein. Ja. Und dann wird geklärt. Türe zu und dann wird geklärt. Weil ich weiß ja, wenn du zinkst und was sagst, dann wollen dich alle hauen. Das ist so. Gefängnis ist nicht leicht. Es gibt nur einen, der höher ist als wir. Das ist der Herr in der Justiz irgendwo. Na, Wettlaufer. So läuft das hier. Ja. Heute drei Mann. Sport, Freizeit, Ausbildung. Im Jugendknast geht es darum, irgendwas aus den Jungs zu machen, statt nur zu bestrafen. Hätten viele von denen hier schon früher gebrauchen können, vor den Bewährungsstrafen und dem Knast. Als unbeschriebenes Blatt geht hier kaum einer rein. Ist gut. So viel Papierkram. Das war jetzt, glaube ich, der letzte Brief, den ich gekriegt habe. Ah, da haben wir sie doch. Also wenn ich sowas kriege, da freue ich mich immer. Von der Staatsanwaltschaft Kleve. Ja. Da steht dann zum Beispiel jetzt drin, ein Ermittlungsverfahren gegen sie habe ich im Hinblick auf der zu erwartenden Strafe bzw. Maßregel aus dem Verfahren 311 JS, Paragraf 314 der Staatsanwaltschaft Kleve gemäß Paragraf 154 Absatz 1 der Strafprozessordnung eingestellt. Eingestellt? Ja. Also insgesamt habe ich 12 Verfahren oder so noch offen. Ja, und jetzt wurden dann 4, 5, 10 Stück wurden eingestellt. Und jetzt habe ich aber schon wieder natürlich jetzt die neue gekriegt, ne? Mit 3 Straftaten. 3? 3, ja. Wegen Aufbruch eines Kfz-Fahrzeugs, dann versuchter Diebstahl eines Kfz-Fahrzeugs und dann Kreditkartenbetrug im Wert von 40.000 Euro. Macht dir das eigentlich noch was aus, wenn du einen neuen Brief kriegst? Also wenn wieder irgendwie was kommt? Ja, wenn so ein Brief kommt, das ist die Hölle. Ein gelber? Dann weißt du auf jeden Fall, dass das Gerichtsverfahren nur so offen ist. Also bis jetzt habe ich ja schon 2 Jahre, 4 Monate gekriegt, ne? Und jetzt, wenn ich überlege, die anderen Sachen noch alle, dann komme ich bestimmt noch mal auf 5 oder 6 Jahre oben drauf, die was noch drauf kommen. Die Zukunft kommt im Knast mit der Post. Ganz so, als würde alles aus heiterem Himmel über die Jungs hereinbrechen. Hört's. Nein. Oh, Alter. Ja. Hey Fabian, hast du mitgekriegt, heute gibt Gewitter. Ja, heute in den meisten Fällen, geht der Fernseher weg. Jay sitzt schon 2,5 Jahre. Noch ein Jahr, dann ist er raus. So, das ist scheiß Kreuz. Letzte. Warte. Fünffacher bewaffneter Raubüberfall. Als Erwachsener müsste Jay sicher ein paar Jahre mehr absitzen. Weiß
sag mal so, das ist deine erste Mauer. Normalerweise fängt man ja mit was Leichten an. Das ist ja auch keine schwierige Mauer, oder? Ich meine, ich stelle mich einfach nur blöd an. Ja, aber du hast vorher schon mal gemauert? Nee. Siehst du, also dann fängt man eigentlich mit was anderem an, aber... Aber ist schon okay, was du machst. Willst du auch anders sagen gerade? Ich lasse dich hier gerade eigentlich mal voll auflaufen, ne? Ja, so muss das sein, wenn man was lernt. Erstmal alles falsch machen. Reicht schon. Hier ist auch schon viel zu viel. Ja, ja. Du siehst, es ist schon was, ne? Krumm und schief. Ja. Muss ich da jetzt loten oder nein, nicht? Passt so? Nicht ganz. Wieder andersrum die Wasserwaage. Ja. Es ist noch kein Meister vom Mümmel gefallen. Stopp, du bist schon wieder hier zu weit. Du bist ja jetzt hier schon wieder die Ecke rausgehauen. Ja, hab die Ecke rausgehauen. Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich im Knast irgendwo mal Lehrer spiele. So, jetzt kannst du sagen, das ist deine erste halbe Reihe, die du an sich alleine gemacht hast. Jawohl. Spannend, dass man im Knast Mauern baut. Aber man kann ja auch Türen reinbauen. Hast du jetzt schon an sich einen besseren Einblick bekommen oder so, was Arbeit und so betrifft? Ja, ich habe schon ein bisschen was mitbekommen vom Alltag hier, auf jeden Fall. Wobei es sich immer noch eigentlich entspannter anfühlt, als ich es mir vorgestellt habe. Ich dachte, es wäre alles ein bisschen härter. Oder ist das so, wenn man einfach lang genug drin ist, dass man das dann irgendwie so empfindet? Das, was du, glaube ich, auch noch nicht so wirklich mitbekommen hast, ist halt hierher Hierarchie. Die Beamten, die bekommen ja ein Achtel von dem mit, was hier wirklich läuft. Wenn die uns natürlich erwischen, gibt es natürlich Einträge, Sanktionen oder sonstiges. Aber ansonsten... Aber was heißt Hierarchie jetzt mal ganz konkret? Also gibt es Hierarchie im Haus oder gibt es Hierarchie darüber hinaus oder was heißt Hierarchie? Es gibt hier einmal so eine Hierarchie auf dem Haus, aber es gibt auch so eine Hierarchie für den ganzen Knast. Zum Beispiel und Leute, die bei uns auf dem Haus liegen, die kümmern sich auch teilweise um die ganze Anstalt mit. Also unser Haus wird bestimmt von Leuten, genauso wie die ganze Anstalt, also der Inhaftierten von manchen Leuten bestimmt wird. Zum Beispiel, da ist auf jedem Haus ist einer, der sich um alles kümmert und diese einzelnen Leute, die tun sich dann zusammen. Das heißt zum Beispiel, die lassen dann, sag ich mal, Drogen oder sonstiges hier reinbringen, dann wird das aufgeteilt. Der Einkauf, der dann überall einkassiert wird, der wird dann auch aufgeteilt. Deswegen, und wer nicht zahlt oder wer halt dann sich nicht unterstufen will, der hat halt die Probleme, ne? Man muss sich natürlich auch durchsetzen, so. Also wenn man mir versucht jetzt ans Bein zu pissen, dann versuche ich das natürlich auch so, dass bis es ausgeglichen ist, so bis sie wissen, die können es nicht mit mir machen, aber wir lassen den auch in Ruhe, weil der schadet uns nicht. Was heißt denn ans Bein pissen konkret? Also ich meine... Ja, zum Beispiel, hier ist ja auch Aufschluss, wie du ja mitbekommen hast. Ja. Und wenn du mal kurz nicht aufpasst und deine Zellentür aufhast, entweder irgendwas aus deiner Zelle ist weg und du kriegst es nie wieder, weil so schnell wie hier was verschwunden ist und schon direkt unterwegs ist, findest du es nie wieder. Oder du hast es auf deiner Zelle, was du gar nicht auf deiner Zelle haben willst. Und dann halt, wenn du das dem Beamten meldest, dann bist du ein Zinker. Beziehungsweise, wenn du was auf deiner Zelle hast und irgendjemand gibt so einen Tipp, dann bist du der Gearschte. Also von daher haben sie dir dann ins Bein gepisst. Entweder dann als Zinker für die ganze Anstalt und du kriegst Schläge von allen Ecken. Oder halt, du bist halt mit Drogen also erwischt worden, obwohl es gar nicht deine sind. Nur das kannst du dir nicht beweisen. Aber ich sag mal, ich bin nicht hier, um Freunde zu finden. Ich bin hier halt, um meine Schuld abzusitzen und um ein neues Leben zu beginnen. Ich dachte immer, in einem Gefängnis haben die JVA-Beamten alleine das Sagen. Falsch. Für die Insassen sind die eigenen Regeln viel wichtiger. Und wer die nicht befolgt, hat seine ganze Haftzeit Angst. Manuel, jetzt nimmt man lieb von den Onkeln. Nein! Halt die Fresse, Manuel! Ey, Manuel, mach mal. Oh, Reines, das mach ich aus dir, das Schaschlik-Spieß, Mann. Hä? Ich zähle bereits die Stunden. Wenn du auf Zelle sitzt, ist die Zeit dein Feind. Schon komisch, die Gesichter meiner Mithäftlinge sind mir fremder als ihre Stimmen. Schließlich stehst du die meiste Zeit des Tages hinten am Gitter und quatscht. Wenn du nicht gerade isst und die Wand anstarrst. Mach mal.
Schlüssel. Nur wer arbeitet, darf täglich duschen. Hast du keine Arbeit, darfst du nur zweimal die Woche unter die Dusche. Was war das nochmal? Das? Das auf dem Finger. Ich schon vier Wände. Knast der Zug. Anfang, erster Tag oder erste Nacht ist nicht so schön, okay. Aber ein zweiter, dritter Tag denkst du dir noch so, ja, so schlimm ist das alles gar nicht. Ja, siehst du? Ja, Jugendherberge und was. Aber ja, dann siehst kommt, du? Aber dann kommt echt dieses Ding, dass du den Blick aus dem Fenster hast und das ist irgendwo alles. Und immer nur jeden Abend hinten am Fenster stehen und mit den Kollegen quatschen. Ich kann mir das jetzt so irgendwie nicht vorstellen, ganz normal auf die Straße zu gucken, die befahren. Ich sehe seit 5 Monaten dasselbe. Oder fast sogar 6 schon. Gewöhnungssache. Ja, aber dann ist doch klar, dass du hier wieder reinmarschierst, oder? Ich denke mal, so wie es so oft immer bei mir war, das wird erstmal, wenn ich rauskomme, bestimmt gut gehen. Ja, aber irgendwann, dann kommt wieder das Alte im Kopf. Ich weiß nicht, das ist ganz komisch. Da kann der Knast ja so schlimm nicht sein. Da ist er ja auch nicht. Man hat einfach nur keine Freizeit mehr. So schlimm ist das nicht. Was ist denn das Gute am Knast? Ich meine, es bringt dir ja zumindest nichts davor, dass es dich jetzt so abschreckt, dass du sagst, nie wieder. Also Bock hast du nicht drauf, verstehe ich. Aber es ist ja scheinbar nicht so, dass du sagst, jetzt habe ich das hier einmal ein paar Monate hinter mich gebracht. Jetzt brauche ich nie wieder Mist. Nee. So ist es ja auch. Also keine Ahnung, natürlich, man will nicht hier hin, aber wenn es passiert, passiert. Natürlich, meiner Familie und mir selber wünsche ich das nicht. Aber was soll ich machen? Das Einzige, was eine Perspektive ist, ist so, wie die Beamten sagen, wenn man ein zweites Mal reinkommt, gucken, dass man 3 Jahre kriegt, kann man eine Ausbildung machen im Knast. Eigentlich, wenn man in den Knast kommt, man wird nur krimineller. Hier kriegt man doch alles raus. Mittlerweile weiß ich perfekt, wie man einbricht. Ich bin noch nie eingebrochen. Mittlerweile weiß ich, wie man einbricht, weiß ich, ja. Raubüberfälle macht, habe ich auch noch nie gemacht. Also hatte ich der Knast letzten Endes, du hast keine Angst vor dem Knast. Du sagst, das Leben hier ist gar nicht so schlimm. Ja. Wie müsste das hier drin aussehen, damit du sagen würdest, jetzt sehe ich diese 4 Wände nie wieder? Was da passieren müsste? Ja. Dass der Knast wirklich so wäre, wie man draußen erzählt. Heißt? Ja, ein Bett, ein Tisch, ein Stuhl, ein Schrank, kein Fernseher, nix hier wie ich, Hausarbeiter, ganze Tag Türe auf. Oder so wie hier, das sowieso ist, sieht man ja, hier sind wir fast voll viele laufen im Aufflug. Nur in seiner Zelle ohne Fernseher. Hier kannst du ein Buch lesen. Wasser, Brot zu essen. Dann würde ich vielleicht sagen, ich komme nie wieder. Aber so. Also abschrecken tut mich der Knast auf gar keinen Fall hier. Jugendherberge, JVA Heidelberg. Ich bin jetzt ein Goldjunge.
Draußen oder drinnen, für die meisten hier ist das völlig egal. Einfach ein neuer Lebensabschnitt. Kommst du klar mit? Oder du gehst kaputt? Und dann setzt du deine Beine in Körper, oder? Ja. Dann gehst du mit dem Körper nach hinten und dann immer bis zum Hof. Ja. Nicht ruckartig. Schön langsam. Wie viel muss ich davon hinkriegen? 10 Stück. Wie viel hast du? Davon habe ich schon meine 2 Durchsätze. Ist gut. Jetzt gehst du einfach wieder hoch und lässt das dann los. Siehst du, so geht das. Ja, sah auch bei mir genauso aus. Ja, aber guck mal. Ganz genauso. Ein bisschen mehr drauf, wa? Ah, das bisschen. Kannst du mal probieren? Ja, mach ich auch gleich. Nach 7 Tagen ein letzter Besuch bei meinem Zellennachbarn. Kane. Hi. Na? Alles gut? Ja, sicher. Was bei dir? Ja, läuft doch. Aber irgendwo hier war doch der schöne Brief. Hallo Ken, wie geht es dir? Mir geht es gut. Ich freue mich schon auf Montag. Dann ist wieder Schule. Hab dich lieb. Du fehlst mir, deine Emily. Das war auch, wo ich richtig anfing zu weinen. Weil das war meine Lieblingsnichte, weißt du? Ja. Und vorher, bevor meine Tochter kam, war das wie mein eigenes Kind. Ja. Aber Briefe ist aber trotzdem schon mal was anderes, als die Leute selbst zu sehen, ne? Ja. Ja, du bist hier drin, du kannst nichts machen. Ja, wenn ich draußen wäre, dann kommt wieder der nächste Straftat, weißt du, was ich meine? Und von daher bin ich im Moment froh, dass ich hier bin. Natürlich so froh, dass ich hier bin, dass ich keine Straftat machen kann. Aber auf der anderen Seite könnte ich so anfangen zu heulen, weil ich meine Tochter im Stich lasse. Das einzige richtig große Problem sind meine Nichten, also meine Familie und meine Tochter. Ja, und Mama, weil Mama, die geht voll kaputt. Mama, es tut mir doch leid, dass ich das jetzt schreibe. Was ich dir angetan habe, so viele Tränen hast du vergossen. Doch wir sind wie Artgenossen. Ich muss durch diese Tür, mit Handschellen haben sie mich geholt. Haben mich behandelt wie ein Schwerverbrecher. Und ich sagte, ihr scheiß Bullen, ihr seid nicht viel besser. Mama, ich vermisse dich, mach dir keine Sorgen. Ich bin ein Mann, harte Schale und ein harter Kern. Bitte weine nicht und mach dir keine Gedanken. Es ist allein meine Schuld. Wir schaffen es, ich komme raus und alles ist gut. Alter. Man muss einfach die Zeit auch vergessen können, was man gemacht hat. Weil wenn die Zeit vergisst, dann kommt wieder eine neue Zeit. Dann denkst du an die neue Zeit und hast die alte vergessen. Das ist das, wenn man die ganze Zeit nur an die alte Zeit denkt, boah, ne, ich saß im Knast und man soll lieber vorausschauen und nicht zurückblicken, ne? Sagt man, ist das auch. Und genauso wie wenn du rausgehst, sollst du dich nicht nochmal umdrehen. Das sagt man so. Wenn du zurückkommst, kommst du auf jeden Fall wieder. Ja, ehrlich? Ja. Und dann werde ich morgen aufpassen, dass ich mich bloß nicht umdrehe. Ja, würde ich auch nicht machen. Ich habe in Düsseldorf-Gerresheim, wo ich da Jugendarrestanstalt ist, da kannst du nur bis 4 Wochen nehmen. Ja. Und ich habe mich umgedreht, keine 2 Monate später war ich wieder da. Ich habe mich wieder umgedreht, keine 2 Monate später war ich wieder da. Und hier letztes Jahr, ich drehe mich um, ja, und jetzt 7 Monate später war ich wieder da. Kontrollieren, ob alles dabei ist. Ja. Für die Verblombung haben sie unterschrieben. Die Zeit hier in einer kleinen Zelle absitzen, das lässt sich schon irgendwie aushalten. Trotz gesiebter Luft, verschlossener Türen, den ganzen Vorschriften, solange du dich auch an die Spielregeln der Häftlinge hältst. Aber wenn du glaubst, dass dieselben Regeln auch da draußen funktionieren, gehst du zurück in den Knast. Immer wieder.